Willkommen zurück zu einer weiteren raffinierten Folge Alone in the Dark. Freut mich, dass du da draußen wieder nicht ganz so alone mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen, um dieses Spiel hier zu gewinnen. Ich muss sagen, bis jetzt persönlich gefällt es mir sehr gut. Klar, es hat hier und so und da seine kleinen Macken. Aber im Großen und Ganzen ist es ein cooles Game. So, ist das hier? Ja, ja, genau das meinte ich. Dr. Jenkins Halspastillen. Eines von mehreren Medikamenten, die der Autorin Cassandra verschrieben wurden. Diese Flasche enthält Tabletten, die Halsschmerzen lindern und zwei lebenswichtige Vitamine enthalten sollen. Okay, was mache ich aber damit? Was mache ich damit? Jetzt haben wir das hier angezaubert. Aber was nu? Ne? Was nu? Was haben wir denn hier noch alles? Karte? Nee, ich wollte eigentlich meine Gegenstände mir angucken. Wohnzimmerschlüssel und Kellerschlüssel. Das heißt also, irgendwo im Keller könnten wir jetzt eventuell weiterkommen. Dann gehen wir mal runter in den Keller. Also ja, es ist kein perfektes Spiel. Ist der Preis gerechtfertigt? Ja, es gibt schon wieder Leute, die jammern rum, die sagen, oh, ich hatte das Spiel in 12 Stunden durch und so. Und da denke ich mir auch so, naja, aber 12 Stunden. Na, du kannst ja auch zweimal durchspielen. Das soll auch wirklich sehr, sehr sinnvoll sein, mit beiden Charakteren durchzuspielen. Weil du dadurch halt die komplette Geschichte erfährst und mehr über das Mysterium. Also ich persönlich sage immer, ey, lieber gute 12 Stunden... Oder wenn du wirklich jetzt hier sagst, ey, ich will alles, ja, ich will alles finden, alles machen, alles tun. Und nehme die Zeit und gib mir auch die ganzen Texte und Bücher, was man hier so findet. Schalter. Und genieß das, dann nehme ich lieber diese soliden 12 bis 15 Stunden, die man hier rein semmeln kann, anstelle von irgendwas anderem. Und Spiele werden leider immer teurer. Ja, und wir werden halt auch alle immer verwöhnter. Wir wollen alle eine Synchro, wir wollen alle eine schöne Grafik, wir wollen dies, wir wollen das. Es hat geklappt. 60 Euro für ein Spiel. Es ist, wie es ist. So, den Ventilgriff. Ja, damit können wir jetzt durch. Das ist das, wo mir der eine gesagt hat, den soll ich mir holen. Eine Schaufel? Nee. Nee, warte mal. Nee. Nehmen wir natürlich lieber das Ding hier. Das direkt zum Einsatz kommt. Beruhig dich. Repariert sich das, oder? Nee, das bleibt hier auf diesem Symbol. Weil vorhin hatte ich mal sowas, da hatte ich das Symbol auch und dann ging es irgendwie wieder weg. Da dachte ich schon, darf man es vielleicht nicht übertreiben mit dem Draufhauen? Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Was ist das denn hier für eine Tür? Ah. Ich muss quasi... Moment mal, ich habe das Ventil. Kann ich aber hier nicht anbringen. Ich dachte, das könnte ich anbringen. Und hier kann ich gerade gar nichts. Das war die Küche, oder? Hier drüben. Was für eine Horrorsequenz bin ich denn jetzt gefangen? Ich komme hier nirgendwo weiter. Bin trapped. Hier kann ich aber nichts anbringen. Wenn ich hier reinlaufe, bekomme ich definitiv... Ach so. Das sah so aus, als würde hier Dampf rauskommen. Deswegen habe ich mich nicht getraut, weiter nach vorne zu gehen. Jeremy? Was
zum Teufel ist hier los? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Aber sonst ist nichts, ne? Oh, jetzt habe ich das Teil. Mir fehlt noch eins. Das andere war irgendwo oben bei Cassandra. Da wir jetzt ja diesen Wohnzimmerschlüssel haben, müsste es eigentlich möglich sein, da hinzukommen. Und wir haben immer noch die Tabletten. Ist denn das Wohnzimmer? Kami wusste nicht, was er mit der grotesken Erscheinung des toten Sekretärs anfangen sollte. War er tot? Oder war das alles nur Einbildung? Das Wohnzimmer, ist das oben? Mhm. Hier, ein bisschen hoch. Also wie gesagt, ich finde, das ist ein cooles Game. Ich spiele es gerne bis jetzt. Ich hoffe, oft auf der richtigen Seite. Gehen wir hier durch. War hier nicht auch so ein Keil, den wir jetzt lösen dürfen? Ah nein. Wir entriegeln es einfach nur. Oh, interessant. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Da müssen wir hier durch. Dann hier durch. Ich finde, wir bekommen auch definitiv coole Spiele. Nur leider haben die Leute irgendwie kein Interesse mehr so richtig dran. Das muss das Zimmer von diesem Mädchen sein. Warum kommt sie mir so bekannt vor? Die Leute sind irgendwie müde, ich weiß es nicht, weil... Ja, es ist definitiv ein cooles Spiel. Ich finde die Optik jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das ist ja unterirdisch. Weil da kommt immer gleich dieses Kommentar, ja, ist ja PlayStation 2 Niveau, ne? Banishers, PlayStation 2 Grafik. Das hier, PlayStation 2 Grafik. Mach dir keine Sorgen, Grace. Spiel dein Spiel. Blöke und schrei mit den anderen. Ich bin auch nicht neidisch. Es wird mehr Maskenbälle geben. Aber so oder so. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Maske für das Fest fertigstellen würdest. In Liebe, Ruth. Eine kleine Bitte. Ich glaube, die meisten Leute haben vergessen, wie die PlayStation 2-Grafik aussah. Was wird das? Malst du ein Bild? Nichts Besonderes. Mir ist langweilig. Kenne ich dich von irgendwoher? Ich erinnere mich an Sie, Mr. Carnby. Woher? Nicht anfassen. Cassandra fände das nicht gut. Das fände sie gar nicht gut. Weißt du, wo sie ist? Ich will lieber nicht drüber reden. Das macht mir Angst. Außerdem... Kommt sie nach dem Johannesfest wieder? Glaubst du? Ja, so steht es geschrieben, Mr. Carnby. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Na schön. Ich gehe dann lieber, wenn das okay ist. Ich bleibe nicht gerne lange an einem Ort. Mr. McCarthy könnte mich finden. Hey. Ist er gemein zu dir? Nicht alle müssen gerettet werden, Mr. Carnby. Das sollten Sie langsam wissen. Warum sah das Mädchen so vertraut aus? Detective Carnby konnte sich einfach nicht recht erinnern.
Seine letzten paar Jahre verbargen sich unter einem Schleier von Trunkenheit. Ein Schleier, der mittlerweile nahezu undurchsichtig geworden war. Angesichts ihrer gemeinsamen Vergangenheit hatte Grace jedes Recht dazu, beleidigt zu sein. Aber dies schien nicht ihrer Natur zu entsprechen. Sie war belustigt. Miss Bogart, heute habe ich Ihre Medizin beim Postamt abgeholt. Wie Sie wissen, muss sie zu Ihrer eigenen Sicherheit von den Pflegekräften verabreicht werden. Ich habe die Kiste fürs Erste in Lottis Zimmer gestellt und ich bin sicher, sie wird sie so bald wie möglich aufsuchen. Mr. Waits. Oh, haben wir schon gefunden. Eins von mehreren Medikamenten, die der Autorin Cassandra verschrieben wurden. Diese spezielle Flasche enthält eine Tinktur zur Schmerzlinderung, die als die vierte Version des beliebten Rezeptes der Firma verkauft wird. Hier ist wieder eines von diesen seltsamen Vorhängeschlössern. Finde die Kombination. Schon wieder mehr von dieser Fäulnis. Als würde sie mich irgendwo hinführen. Aber wohin? So, wir haben die Flaschen. Das sieht aus wie ein Ende. Wie kann ich sie drehen? Kann man nicht drehen, oder was? Flasche wählen. Aber man kann sie nicht drehen. Man kann sie nur switchen. Wahrscheinlich bin ich jetzt in Cassandras Zimmer. Aber was ist die richtige Reihenfolge? Was ist die richtige Reihenfolge? Hier muss irgendwo Hinweise geben oder hier in der Ermittlung muss irgendwas sein. Ihre Medizin, Lottis Zimmer. Das bringt mir alles nichts. Die Medizinflaschen wiesen Fäulnisspuren auf ihren Etiketten auf, die auf eine größere Form hinwiesen. Sie mussten nur richtig aufgestellt werden. Aber wozu? Okay, sie müssen nur richtig aufgestellt werden. Gibt es hier irgendwo noch einen Hinweis, wie man sie aufstellt? Wir haben hier noch ein Zimmer. Hier ist gar nichts. Sagen die Bilder irgendwas? Oder ist hier irgendwo noch eine Notiz? Was übersehe ich? Wenn ich sie doch nur drehen könnte. Aber ich kann die... Jetzt steht drehen. Nicht Doktor hier rum. Ah, gut. Die Fäulnis hat die Form einer Schlange. Hier muss es etwas Wichtiges zu finden geben. Vielleicht haben die Zahlen auf den Etiketten etwas damit zu tun. Zahlen. 2, 5, 7. Form einer Schlange. Hatten wir nicht... 2 ist das hier. 1, 2, 3, 4, 5 ist das hier. Also das. Leo. Moment. Guck nochmal her.
Das hier ist die 2. So. Gelöst. Ey, dass ich das Drehen eben nicht sofort gesehen habe. Dabei habe ich extra unten auf die Anzeige geguckt, ob man die irgendwie drehen kann. Konnte man nur 2 von denen drehen? Die, wo die vorhin schon drauf war, konnte man nicht drehen? War das irgendwie mein dämlicher Fehler eben? So, hier war doch irgendwo die Treppe dann. Oder auch nicht. Erste Tür anscheinend. Das Haus ist aber auch echt verdammt groß. Ah, hier. So, hier durch, ne? Vorne ist die Treppe. Hier ist noch so ein Symbol. Was war mit der Tür hier drüben? Privat. Privat kommen wir nicht rein. Oh, hier geht's in den Keller runter. Was? Direkt der Raum hier schon? Ja. So, jetzt ergibt das natürlich alles noch keinen Sinn. Das muss hier hin. So. Nope. Ja. Das muss wahrscheinlich hier irgendwie hin. Das hier sieht so aus, als müsste es hier hin. Das hier. Das hier. Nee. Ja. 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 Nee, warte mal, das muss hier. Das hier. Ja. Wo hat sich denn da jetzt was geöffnet? Ach. Okay, aber was sind die Koordinaten? Finde die am Heizkessel versteckten Talismanzahlen am Heizkessel. Ach so, groß 975. So, das große muss eine 9 sein. Das mittlere eine 7. Das kleine eine 5. Interesting. Das ist doch ein cooles Game. Das schwarze Glas zeigt wieder einen anderen Raum. Das muss der Weg zu einer weiteren Erinnerung von Jeremy sein. Drüben im Weinkeller. Ist doch ein cooles Game. Moment, jetzt bin ich ja... Was? Wo bin ich jetzt gelandet? Die Kerzen sind aber neu. Sieht aus wie ein Mausoleum. Ich wusste es. Ich wusste, es würde funktionieren. Du wirst hierbei richtig gut, Cornby. Vielleicht sogar zu gut.
Da kommt man auch nie wieder zurück, ne, wenn man so einen Trip erlebt hat. Ich habe wenig Heilung. Ich habe verdammt wenig Heilung. Hier ist wieder was zu werfen. Die Familiengruft der Hartwoods. Emilys Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte. Und ich hatte sie für einen Yankee wie mich gehalten. Gibt's hier irgendwas zu holen? Der Familiengruft der Hartwoods. Ich habe ein richtig hartes Wood. Nee, hier gibt's gar nichts zu holen. Aber hier ist was. Na, was haben wir denn hier? Da fehlt etwas. Eine altmodische Platte, verziert mit vergessenen... Was ist das? Dingen-Dengen-Dengens. Ach, hab es. Das war easy. Vorschlaghammer hatten wir auch noch nie. Sieht irgendwie sexy aus. Boah, Alter. Uff. Kam der angeschossen. Die Gegner halten echt eine Menge aus, ne? Es war die Kapelle, über die Jeremy in seinem Buch geschrieben hatte. Mit ein bisschen Glück würde Carnby den alten Mann bald eingeholt haben. Er musste nur einen Weg in die Kapelle finden. Der durchdringende Gestank eines überfluteten Friedhofs traf ihn unvorbereitet. Es war einer der Hinweise, der Detective Carnby klarmachte, dass dies kein realer Ort war. Es war ein albtraumerweckender Ersatz für die Wirklichkeit. Aus Jeremys zerschlissenen Erinnerungen zusammengestoppelt. Deswegen nutzte man flutsichere Begräbnisstätten, dachte er, und machte sich auf die Suche nach der Kapelle, die Jeremy erwähnt hatte. Okay, da vorne waren diese drei Scheiben, aber ich drehe mal eine kleine Runde. Eine Kugel. Eine. Geizig, geizig, meine Freunde. Jeremy hat diese Kapelle in seinem Buch skizziert. Sie muss also wichtig für ihn sein. Aber offenbar brauche ich mehr Medaillons, um sie zu öffnen. Die magischen drei. Die magischen drei. Man kann dodgen. Oh no. Come on, my friend. Oh. Oh, Alter. Das Ding ist auch schon wieder fast kaputt. Na, die magischen drei Scheiben. Also wie gesagt, super Spiel bis jetzt. Ist es ein Meisterwerk, Kies? Nein, es ist kein Meisterwerk. Was ist, Meisterwerk, das ist halt das Problem irgendwie. Alle wollen Meisterwerke heutzutage. Wenn es so weitergeht, also ich glaube auch dieses Spiel wird leider kommerziell ein Flop. Leider. Und das Problem ist, dadurch wird es halt immer weniger geben. Immer weniger. Und setzt auch nicht immer auf die Indies, ne? Weil Leute dann immer sagen, ja, ja, der Indie-Markt, der wird's richten. Da wäre ich mir nicht so sicher, dass der Indie-Markt das alles richten kann. Natürlich kommen aus dem Indie-Markt immer wieder coole Games mit tollen Ideen, aber... die haben trotzdem nicht die Möglichkeiten, größere Publisher mit einem Budget haben. Es ist halt einfach so.
Ist das ein Molotow-Cocktail? Sieht aus wie einer, ne? Weil so ein Spiel hier, das wird nicht so billig sein, wie die Leute denken. Da werden schon ein paar Millionchen reingeflossen sein. Ich weiß natürlich nicht die Produktionskosten. Der ist viel zu schnell. Au. Alter, voll zerhackt. Aber es ist halt auch kein Spiel, was man für wenig Geld produzieren konnte. Allein der Schauspieler wird jetzt seine Gage verlangt haben. Boah, das ist noch so ein Klumpen, Peter. Muss ich da hin? Habe ich hier eine Karte? Eine Karte ist hier nutzlos, alter Mann. Die Spiele waren früher halt einfach viel, viel billiger. Aber wenn der Videospielemarkt stirbt, gehe ich halt auch mitunter, ne? Dann segel ich mitunter. Und ich merke es ja jetzt schon, also auch so Plattformen wie Twitch, sowas wie Alone in the Dark, das ist ein Tag oder zwei präsent, da wird das durchgeballert. Hat man das abgehakt, es geht halt noch schneller als Let's Plays, ne? Klar, natürlich gibt es immer noch ganz viele Menschen, die sagen, ja, aber ich bin trotzdem jemand, ich freue mich, wenn am Tag eine Folge kommt, ich habe dafür die Zeit nicht. Ich bin mittlerweile berufstätig, Familienvater oder was auch immer, ne? Und kann ich nicht. Hab andere Dinge zu erledigen, Kies. Kann ich den ganzen Tag nur irgendwelche Streams gucken, die 12 Stunden gehen. Aber so im Großen und Ganzen merke ich halt, die Schnelllebigkeit hat in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren einen gigantischen Schub nach vorne gemacht. Böse. Und auch, was die Leute halt konsumieren, hat sich verändert. Die Leute wollen eher Meinungen. Oder Negatives. Das läuft halt super. Ein altmodisches, okay, das wäre dasselbe. Das Omen. Ich dachte jetzt, der bricht da raus. Ich war davon überzeugt, dass sowas passieren würde. Hey, du Drecksvieh. Wow. Wow. Boah. Boah. Wow. Das ist ja schon fast ein Boss, der Kollege hier drüben. Ich hoffe, danach gibt es ein bisschen Muni. Den einen hätten wir. Ist hier irgendwo ein Schwachpunkt? Einfach draufballern, ne? Einfach draufballern. Moment, hier drüben, glaube ich, war was. Ah, nur was zum Werfen. Werfen, buh, werfen, buh. Weiter rein in die alte Familiengruft. Carnby. Was hat er sich denn eben gerade so erschrocken?
Ah. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Nee, oder? Wir haben doch alles. Warum? Kann man das drehen? Ja. Nice. Okay. Uns geht's gut, allen geht's gut. So, hier machen wir eine kleine Pause und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Ciao!